Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Lumberjack und wir spielen heute Don't Starve Together mit. Das ist dein Bart. Ach, das ist mein Bart, hoch. Mit mir, mit Sänger Lüt. Ja, Lüt. Cool. Kurz. Ja, kurz Lüt. Ich habe mir mal weibliche Verstärkung geholt, denn irgendwie fehlte was auf meinem Kanal und ich kann einfach nicht weiblich genug sein. Und deswegen brauche ich dich. Ach und so, okay. Wir werden jetzt zusammen verhungern, hoffentlich nicht. Aber wir spielen ja. Guten Tag. Guten Tag. Kommst du öfters hierher? Blümchen. Mein Blümchen. Okay, dann ist das meine Karotte. Okay. Verdammt. Und wir laufen erstmal total in Ah, das war. Das war. Wo hast du die Axt? Ach so, das stimmt ja. Du stottest ja mit der Axt. Jedes Mal frage ich dich, wo du die Axt hast. Und dann sammle ich am besten. Ja, wieso ist es denn schon. Es ist ja schon dunkel. Keine Ahnung, warum es schon dunkel ist. Ich hätte ja gesagt, du sammelst Holz und ich sammle den anderen Kram und wir bleiben irgendwie ein bisschen zusammen. Okay, ich würde jetzt nach oben links weiterlaufen. In die Richtung. Da oben ist nämlich auch Gras. Gras brauchen wir für ein kleines Feuer. Ich denke mal, wir werden zum Anfang ein temporäres Feuer machen. Jo, sehe ich auch so. Und ja, worum geht's eigentlich bei diesem Spiel? Ist es ein Survival-Titel? Und ja, wir versuchen zu überlegen. Sprich, nicht zu verhungern. Nicht zu verhungern, genau. So, also wir sehen schon, wir haben hier verschiedene Anzeigen da oben. Das erste ist die, ja, ich sage jetzt mal Zeitanzeige, sprich Tag 1. Der gelbe Bereich ist da, wo es wirklich hell ist. Dann gibt es diesen Sonnenuntergangsbereich, in Anführungsstrichen, wo es halt schon dämmert und wo man sich dann praktisch auf die Nacht vorbereiten soll. Und dann gibt es die Nacht, die ist jetzt im Moment noch relativ kurz. Aber gegen Winter wird die dann doch schon etwas länger werden. Und was ich ganz gut finde... Oh ja. Hier sieht man zum Beispiel meine Spezialfähigkeit. Lass mal meine Axt da liegen. Ja, ich bleib dann mal hier in der Nähe. Aber es ist sehr schön. Hier haben wir auch einen großen, schönen, breiten Weg. Den können wir nachher mal erkunden und eventuell unsere Basis hier dann irgendwo hinpflanzen. Ne? Ah, ja. Ach ja, du hast ja gesagt, mit der Leertaste aufheben geht besser. Ich klicke wieder überall drauf und wundere mich, warum ich dreimal um den Busch renne. Du rennst wieder weg. Wir hatten noch gesagt, Nein. Nach oben rechts. Achso, ich dachte, wir bleiben oben, okay, oben links. Oben. Ja, bei dem Du Weg weißt doch, dass ich eine Oben-Unten-Schwäche habe. Unten links rechts Schwäche. Und genau. Generell. Und vorne hinten auch. Ich renne jetzt einfach so lange um Kreis, ja, bis du hier fertig bist. Und okay. Da oben ist ein Skelett. Das ist ein Toter, ja. Hat er irgendwas? Ich glaube, die Äste, da liegen hier. Okay, warte, hier ist Flint. Flint können wir gebrauchen. Und hier vorne ist noch eine Karotte. Und ich würde sagen, siehst du den Strohbereich hier rechts? Ich glaube, da können wir... Da war ich gerade im unteren. Wie gesagt, ich hätte ja auf dem Weg irgendwie dann auf jeden Fall was gemacht, so mäßig. Okay, ja, dann... Ich bin ein bisschen abgegangen, dass wir temporär erstmal Feuer machen. Ja. Ich sehe noch dein Symbol. Ich bin bei dir, ach, neben dir, glaube ich zumindest. Ja. Okay, warte, wir gehen mal ein Stückchen nach oben. Oh, guck mal, hier oben haben wir noch eine... Ein Stein? Ein Stein? Ich habe eine Pickaxe. Oh, warte, es wird dunkel. Lass mal hier bei dem Stein bleiben. Und oh, jetzt haben wir ja natürlich nichts in der Nähe. Ja doch, den Stein. Oh toll, hast du noch einen Flint? Ja, bitteschön. Warte. Da. Oh, wundervoll. Dann kann ich mir nämlich eine Spitzhacke bauen. Hast du noch genug zu essen, ja? Ja, ich bin bei 118 von... Hast du nicht gesehen, keine Ahnung. Gut, ich guck nämlich gerade. Was habe ich sonst noch? Was siehst du? Ich baue uns dann wieder mal in Blumenhut, würde ich sagen. Yay! Warte, ich habe ja auch noch hier Blümchen. Kann es sein, dass wir Sommer haben oder bin ich zu nah am Lagerfeuer? Wieso? Weil ich gerade dim. Wollt ihr mich verarschen? Kommt jetzt eine Pizza? Ich hab keine Pizza bestellt, warte mal. Okay, kurze Werbepause. Ich unterhalte dann mal weiter, indem ich einfach stylisch ums Feuer renne. Und ja, ich glaube, es ist Sommer. Da
Martins Charakter sich hier auch einen Schweiß von der Stirn wischt, würde ich sagen, ja. Und ich glaube, das heißt, wir sollten in der Nähe von Bäumen bleiben und dort Schatten suchen. Das einzige Problem ist, wir sind natürlich keine Bäume. Aber hier ist... Also, ihr seht das ja nicht, ja, ist klar. Für Martin läuft mir ja nicht hinterher, sprich, die Kamera bleibt auf ihm und ja... Ich renne dann mal weiter im Kreis rum. Vielleicht schneidet er es auch raus. Ich hoffe nicht. Vielleicht müssen wir auch gleich nochmal neu starten. Ich hoffe auch nicht. Langsam könnte er mal wiederkommen. Kann ich mir denn schon was bauen? Ja, ich könnte mir eine Grasrüstung bauen. Ich glaube, wir cutten das einfach. Ja, wir cutten das einfach raus. Weil wer kommt denn auf die verfickte Idee, um diese Zeit einen Klingelstreich zu machen? Es ist fucking 11 Uhr abends. Ach, lass den Klingelstreich drinne. Streich. Du kannst dir angucken und... Ja, ich will schon mal. Achso, ja, du hast ja mittlerweile nicht festgestellt, dass es wirklich tatsächlich Sommer ist. Sag mal, krauset sich mein Haar sogar im Sommer, weißt du, ne? Egal. Gute Frage. Hältst du auch Ausschau nach hier Goldbrocken hier unten? Ist doch super. So mehr oder minder. Ich glaube, den sollten wir definitiv mitnehmen. Ja, damit wir eine Science Machine bauen können. Um technologisch zu advancen. Goldbrocken. Ein Brocken. Und irgendwie. Ich hoffe, du hast ja gemerkt, wo der große Weg ist. Irgendwo links von uns. Zur Not auf der Karte gucken. Da steht ja. Da ist ein Hase. Da ist noch ein Goldbrocken. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Aber ich will ja nichts sagen. Es ist ein bisschen rar, an was zu essen hier, oder? Ja, ich habe jetzt mal alles auf Default stehen lassen und nicht irgendwie hochgestellt, wie ich das sonst mal gerne tue. Ach, deswegen hat man sonst immer so viel. Ja, natürlich. Okay. Ich dachte, wir machen das einfach mal ein bisschen interessanter. Oh, da ist ein Grabstein. Das sind mehrere Grabsteine. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich sammle einfach nur die Goldbrocken ein und wir laufen weiter. Genau, wir gehen. Wir wollen die Toten nicht stören. Ja, vermutlich. Gut, dieser Wald sieht auch nicht gerade viel einladender aus. Sieht so aus, als würde da gleich ein Waldmonster rauskommen. Steht nirgendwo mal eine Karotte oder sowas? Ja, und ich habe eine innige Beziehung zu meiner Axt. Wie jeder vernünftige Kanadier. Oh, Moment. Da muss ich doch hin. Das ist Gold, genau. Auf jeden Fall ist hier auch Wasser. Ah, da sind Bären, das ist sehr schön. Moment, Wasser im Sinne von Teich? Sprich, da kommen gleich... Nee, hier ist noch ein Bienenstock und hier ist Gold. Bienenstock und Gold? Pass auf, dass du nicht mit... Da ist noch, noch mehr Gold hier und pass auf, dass du dich nicht mit den... Ja, warte, ich muss mir erstmal... Das hat man auch schon mal, ne? Ja, ich bin allergisch auf Bienen. Ich auch, ohne Scheiß. Ja, ich eigentlich nicht, aber im Spiel bin ich hier allergisch auf Bienen. Okay. So. Auf jeden Fall haben wir sehr viel Stein, wenn wir fertig sind. Ich werde erstmal eine Karotte mampfen. Ja, ich kann noch ein bisschen durchhalten. Okay, wir sollten uns aber tatsächlich mal langsam... irgendwie irgendwas suchen, wo wir sesshaft bleiben können. Wie gesagt, der Weg sah vielversprechend aus, weil hier ist jetzt, wenn ich hier nach oben gucke, Sense, da ist es mehr, ja, da oben ist Feierabend. Wir nehmen noch das Gold mit und dann würde ich sagen, laufen wir wieder gen Westen. Ich würde mal eine Fackel machen, dass man notfalls auch zusammen dann... Okay. ...noch im Dunkeln weiter können. Oh, hier ist noch mehr Gold. Beziehungsweise kann ich mir auch schon eine Axt basteln. Ja, ich kann mir schon eine Axt basteln. Dann bastel ich mir auch mal eine und sehe zu, dass ich eventuell auch mal besser mit Holz einsammle. Mit meinem tollen Husten. Hey, das ist mein Holz. Ja, aber ich muss das doch essen. Achso, ach. Sonst werde ich dich wieder zum Wehrbiber. Ach so, du musst kontinuierlich Holz in dich reinstopfen. Ja, so ungefähr. Also wirklich kontinuierlich. Okay. Dafür haue ich auch so einen Baum in der halben Zeit um. Ach, deswegen. Ach. Und meine Axt geht halt nicht kaputt, ne? Das ist halt auch. Das ist okay. Ja, mehr oder minder okay. Naja, es sei denn, ich raste aus und mampfe unser gesamtes Lager nieder.
Machst du das automatisch dann? Nein, nein, nein. Das muss, also ich muss dann irgendwie Holz essen, aber es wäre dann gut, wenn in der Nähe Holz ist. Ja, hier sind wir wieder auf dem Weg. Wir wollen doch mal zu dem großen Weg da unten, würde ich sagen. Dass wir da mal gucken, was da noch ist, weil der war ja doppelspurig. Okay. Das. Ich bin übrigens nur noch bei 61 von 140 Hunger. Okay, ich bin bei 74. Hast du noch. Ich habe noch Toasted Bären. Seeds. Okay, die. Ja, Bären. Ich habe keine Karotten mehr. Passt schon. Ich hab alles in mich reingestopft, was ich irgendwie hatte. Meine Axt hält nur noch 20. Nein, ich möchte jetzt weiterlaufen. Hier, dann komm mal auf den Weg. Da ist man ja eh schneller. Man ist auf dem Weg schneller? Ja, man ist auf dem Weg schneller. Tatsächlich. Ist mir vorneweg tatsächlich nicht aufgefallen. Hatten wir den Weg überhaupt? Hier ist der Friedhof. Genau. Oh, da liegt schon wieder Gold. Gleichzeitig gesehen. Ja. Wie sie beide draufstürzen. So. Der macht da unten eine Schleife. Wenn du auf die Karte guckst. Ja, aber der... Warte, lass mich mal auf die Karte gucken. Aber der andere ist ein bisschen tiefer. Wir gehen einfach bei der Schleife jetzt vorbei. Und geradeaus unter. Genau. Das glaube ich gescheit. Also, hast du eigentlich die Uhr gestellt? Wie lange werden denn die Folgen sein? Ja, ich dachte so an 15 Minuten. Ja, das stimmt. Die erste vielleicht ein bisschen länger. Warte mal. Special-Folge? Ja, Prolog. Prolog? Keine Ahnung. Ja, du hast doch gerade was erzählt. Das war doch bestimmt ein Prolog. Es war einmal mitten im Winter. Oh Gott. Nein, ich bin still. Es kommt kein Schneewittchen. Nein, ich bin brav. Guck mal, hier stehen doch schon... Ja, weißt du was? Vorsicht, hier ist ein Teich. Aber hier sind Karotten. Na toll. Hol mal deine Fackel raus, bitte. Ah, es ist dunkel! Wir sollten ein Feuer machen. Definitiv. Oh, da sind Glühwürmchen. Warte mal. Mach mal ein Feuer, ich spende dir mal Licht. Ich möchte ein... Ah. Okay, du kannst kein Feuer machen. Doch, jetzt. Sehr schön. Ja, irgendwie wollte das gerade nicht. Sehr schön, dass da Glühwürmchen sind. Die kann man auch immer gebrauchen. Achso, ich koche mir derweile... okay, zuerst pflanze ich einen Baum und danach koche ich die Karotte. Wenn ich sie wieder finde. Mein Hunger ist auf... Oh, ein Gobbel. Auf... Was ist das? 52. Oh, ja, gut. So, okay. Hast du noch? Ja, ich mache mir gerade hier Birkenviecher. Birkenviecher? Ja, die Birkensetzlinge, die kannst du statt... Ach, die kann man auch... Genau. Essen. Okay. Wie heißt das Ding? Irgend so eine Nuss heißt das. Warum hatte ich jetzt eigentlich die... Da ist ein Frosch aufgetaucht. Okay. Wir gehen dann mal ganz schnell von dem Frosch weg. Ja. Frosche sind böse. Ja, das sowieso. Das pure Böse. Wir wollen echt Abstand zu dem gewinnen. Lass mal zurück zum Weg gehen. Ich glaube, am Weg... Wir sind wieder vom Weg abgekommen. Genau. Oh, hier sind noch Blümchen und Bärchen. Rotkäppchen, sag ich nur. Und sie muss immer auf dem Weg bleiben oder so. Moment mal, ich glaube, es reicht bei mir für einen Hut hier. So, tada! Übrigens endet der Weg auch hier. Ach super, gehen wir jetzt in die Sollen wir dann trotzdem hier bleiben? Als Basislager das Ganze verwenden? Hier ist nix. Ja, das stimmt wohl. Außer ein paar Bienen, aber wir können uns merken, dass ein paar Blumen. Aber sonst ist hier irgendwie nichts weiter. Noch mehr Blumen. Warte, hier fängt ein Weg an. Schon wieder ein neuer? Ja, hier unten. Wollen wir den Weg lang gehen? Ja, warum nicht? Bitte nicht. Aber hier sind ganz viele Bienen, das ist gar nicht mal schlecht. Ja, das Rauschen überall. Okay, hier haben wir eine Kreuzung. Oben rechts geht's nicht weiter. Oh, ja. Das ist ein Mieze-Engel, wer hätte das gedacht? Ich weiß auch nicht, ich habe aus Versehen draufgelegt. Beim Schließen der Karte. Blümchen. Okay, warte mal, ich esse mal gerade was. Blümchen. Auf jeden Fall die Karotte mitnehmen. Hier endet der Weg auch schon wieder. Irgendwie ist hier auch nichts. Dann lass uns mal in die Richtung rüber wuseln, wo der andere, also wo der breite Weg war. Weil irgendwo muss es ja dann auch zu
Ich sag, ach, hier geht auch noch ein Weg. Wo bist du denn? Da bist du. Hier vorne. Ich bin hier, ja, in der Wüste. Da, du da. Heute ein Heuball. Da oben, er rollt immer noch. Hol mal den ein. Nee, jetzt ist er weg. Nee. Ein sogenanntes Tumbleweed. Ein Tumbleweed? Was macht denn ein Tumbleweed? Wie nennt man das zu Deutsch? Weiß ich nicht. Das ist ja schön. Es war getrocknetes Gras und Zweige. Was ist das? Ach, das ist eine Biene. Hoch. Essen. Om gnom nom nom nom. Om nom nom nom. Ja, okay. Also hier sind wir wieder in einem Wald. Der öffnet sich nach unten. Ich komm dann mal nach. Ja. Ja. Aber hier ist auch nicht irgendwie irgendwas so in der Richtung. Wie machen wir es am besten? Ich glaube, zwischen den Folgen suchen wir uns einfach irgendwie ein schönes Plätzchen. Guck mal, da ist wieder der Frosch. Das ist ein anderer Frosch. Das ist ein anderer Frosch? Ja, aber das gefällt mir. Guck mal, hier oben sind Hasen. Oh, das ist sehr schön. Also zumindest einer. Okay, nee, das ist nicht so schön. Ich hätte ja gesagt, dass wir uns hier suchen, wo mehrere Hasen aus sind. Ja, hier haben wir auf jeden Fall Büsche und Karotten. Ich würde am Weg bauen. Das finden wir halt am ehesten auf der Karte auch wieder, ne? Ja, hier ist ja ein Weg. Direkt. Ja, ist aber langweilig. Ich will zurück an den Doppelweg. Huch. Okay, ja, ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme an dieser Stelle. Und suchen uns dann... Ein Gobbel-Gobbel! Gobbel-Gobbel-Gobbel-Gobbel-Gobbel-Gobbel! Und ja, wenn man so einen sieht, dann muss man richtig ausrasten. Sonst macht man das... Sonst spielt man das Spiel nicht richtig. Also, guck mal, was wir da drüben noch haben. Das zeigt mir dann in der nächsten Folge, die ganzen Toten, ne? Oh, tote Menschen. Ich dachte eigentlich, wir cutten dahin, wo wir dann letztendlich unser Lager aufschlagen wollen. Achso, okay. Dann lass uns... Na, was denn, du? Was liegt denn hier eigentlich? Ja, komm, wir machen jetzt Überlänge und gucken uns jetzt hier um. Ich weiß nicht, was ich da gefunden habe und ich glaube, ich krieg's nicht wieder los. Ach doch, ich kann's ablegen. Was zum Geier macht es? Es macht Musik. Ja, es... Nein, nicht wieder ausrissen. Aber okay, es macht Musik. Okay, macht es noch was anderes? Nein. Ich glaube nicht, nein. Es ist genauso wie der Gartenzwerg. Ich weiß nicht, ob man den Gartenzwerg für irgendwas noch verwenden könnte. Außer halt eventuell. Ich würde ja in der Wiki nachgucken. Ja, aber nur für einen Maulwurf hier bleiben, ich weiß nicht. Nee, will ich auch nicht. Hast du schon mal auf die Karte geguckt, ob der Weg wiederkommt? Wir sind, wenn wir jetzt hier weiter nach links laufen, kommen wir zum Portal und von da aus schräg nach Nordosten. Dann lass uns mal noch da hochlaufen. Ja, okay, dann machen wir jetzt 20 Minuten Folge, dann muss das auch so sein. Ja, genau. Und ob wir bis dahin eine Basis finden oder eine Basis bauen werden, das erfahren Sie nach der nächsten Maus. Nach der nächsten Maus? Nach dem nächsten Todesröcheln. Also jetzt. Nachdem wir, Da müssen wir jetzt aber sagen, ob wir ein Lager bauen. Ja, wir werden ein Lager bauen, wir wissen nur noch nicht, wo. Oh, hier ist der Doppelweg. Da ist der Doppelweg. Ja, mit der Kreuzung. Genau. Aber sonst haben wir hier nichts, ne? Ne, eben. Weder Hasen, noch sonst was. Ja, oben rechts waren ein paar Hasen, aber nicht viele. Aber es wird doch schon wieder dunkel. Da ist wieder... Lass mich rein bei dem Toten waren. Ja, da waren wir ganz am Anfang, genau. Oh, das gibt's doch nicht, dass hier wirklich nichts ist. Vor allem endet er auch hier. Na super. Na prima, das ist ja jetzt... Aber ein Hasenloch, zwei Hasenlöcher und hier ist ein kleiner Weg. Okay, ja, pass auf, dann machen wir uns hier oben... Dann bauen wir jetzt einfach dort genau, ja, alles wo du klar. bist. Wir bauen jetzt einfach hier rein. Hier ins Stroh. Und ein Weg. Ein Bett im Kornfeld. Haben wir genug? Warte mal, kann ich ein befestigtes Lagerfeuer bauen? Nein, hast du noch Steine? Ja, kann ich. So, hier dann ist es. Dann bau uns mal ein befestigtes... Okay, dann baust du da hin. Ja, das ist... Ich finde das hier schöner. Okay, gut. Alles klar. Sehr schön. Gut, dann verabschieden wir uns aus dieser Folge. Tschüss! Und hoffen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss! Hast du die Aufnahme schon gestoppt gehabt? Nein, das ist alles noch mit drauf. Super! Dann jetzt tschüss! Tschüss!